Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Erfolg, das wir einmal hier unter Quests und dann Dragonflight finden und zwar Stromschnellenschreiter heißt der. Und was wir dafür machen, sammelt 40 Fische in einem Durchgang von Rurik's Stromschnellenritt oder Rukwis, ich weiß es nicht, irgendwie sowas ähnliches auf jeden Fall. Und ja, wo machen wir das Ganze? Wir befinden uns einmal hier auf der, im dritten Gebiet, das ist zu Blaue Gebirge. Und dann sind wir hier unten auf den Koordinaten 45, 43. Und hier ist es so, dass wir eine immer wiederholbare Aktivität haben, wenn wir einfach hier Rurik ansprechen. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Optionen. Einmal einen angenehmen Weg flussabwärts oder die Stromschnellen. Und den stromschnellen Ritt müssen wir auswählen, dass wir dementsprechend mit dem Boot hier runterfahren können und dann ein paar Fische fangen. Jetzt kann es sein, dass ihr hier das nicht auswählen könnt. Wenn ihr das nicht auswählen könnt, habt ihr die Sidequest nicht gemacht. Und dann müsst ihr nämlich die Sidequest machen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, die braucht ihr gar nicht. 7 oder 8 Quests sind es. Und die müssten angehen mit der ersten Quest Mammuts im Mittelpunkt. Und die startet hier oben bei den Koordinaten 44... Ah, nee, warte mal, da bin ich ja nicht. Das ist Mauszeiger. Doch, hier. 44, 50, genau. Also die müsst ihr machen, die paar Quests. Dann schaltet ihr die Stromschnellen frei. Und wenn ihr das getan habt, könnt ihr immer die wiederholbare Quest machen. So, jetzt, wie funktioniert das Ganze? Und zwar, wir quatschen ihn einmal an. Jetzt machen wir das mal kurz zu. Und jetzt haben wir zwei Tasten. Und dann können wir hier einmal einzeln die Fische eintüten. Oder so ein riesen Netz schmeißen, wo wir dann mehrere auf einmal holen. Und jetzt schmeißt ihr halt die ganze Zeit hier das Netz und hier oben seht ihr, haben wir so einen Counter, wie viel wir quasi eingefangen haben. Das hat immer ein bisschen Cooldown, das wird am Ende noch relativ schnell werden. Jetzt machen wir hier mal das große Netz, dass wir den mitnehmen. So, ihr seht, 12 haben wir jetzt schon mal hier oben. Ah, da hinten wären auch noch ein paar gewesen. Hier drin sind auch noch ein paar und es wird dann extremst schnell irgendwann, dass man kaum mehr nachkommt, alle einzufangen. Und wir wollen jetzt einen kleinen Trick anschauen, wie wir da ein bisschen was tricksen können, falls ihr jetzt das nicht beim einen Durchgang easy schafft. So, dann machen wir jetzt das große Netz noch rein. Den fangen wir noch. Also ich habe jetzt schon ein bisschen verkackt, wie ihr seht. Den kriegen wir vielleicht noch. Den kriegen wir vielleicht noch. Vorher hatte ich irgendwie 32 bekommen, aber jetzt sieht es anscheinend ein gutes Stück schlechter aus. 31. Doch, 33 habe ich bekommen. 34 sogar. Also ihr seht, ich habe relativ gut alle erwischt, aber leider nicht kompletto. Und jetzt kann man eigentlich mit ihm hier sprechen und sich wieder hochporten. Dann wird der Buff entfernt. Wir können aber ein bisschen tricksen tatsächlich, wenn ihr euch da schwer tut. Und zwar könnt ihr einfach wieder hochfliegen. Zumindest habe ich das in den WoW-Head-Kommentaren so gelesen. Und mit dem Typen nochmal quatschen. Und es müsste so sein, dass wir den Buff behalten. Und das werden wir jetzt einmal ausprobieren. Jetzt hoffe ich, dass mein LAN hier noch reicht, um da hochzukommen. Ah, doch, müsste... Flattern wir einmal hin. Und jetzt quatschen wir einfach mit ihm nochmal. Machen wir nochmal den stromschnellen Ritt. Und jetzt gucken wir mal. Ich weiß jetzt nicht, mein Buff wird nicht mehr angezeigt, aber es müsste eigentlich passen. Also, eins. Okay, der ist resettet. Mal gucken, ob der Bug noch funktioniert, sonst haben wir jetzt dann gleich ein Problem. Ah! Perfekt. Seht ihr, da haben wir das Achievement. Und ein Toy gab es dann auch gleich noch dazu. Und ja, das war's dann eigentlich. Was haben wir jetzt gekriegt? Einmal hier so ein Angel-Dingster-Bumster-Tuska-Ding-Dingy. I don't know. Also einmal mit ein bisschen Bug-Using haben wir das easy gekriegt. Ihr könnt natürlich das auch im Anführungszeichen auf dem normalen Weg machen. Und dann wird es aber doch relativ schwierig, weil es halt verdammt schnell ist. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte das ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.